Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage, die sich stellt, ist, darf man durch eine bebauernde Veränderungssperre verhindern, dass in irgendeiner Stelle in dieser Stadt Dinge passieren, die eine eindeutige Einbuße der Lebensqualität bedeuten, die möglicherweise die Gefahr von Umweltschäden deutlich erhöhen und ähnliches mehr. Und meine Antwort ist relativ einfach. Natürlich darf man das. Und ich möchte auch dazu sagen, dass das eigentlich nicht abhängig sein darf, obwohl ich das Engagement selbstverständlich zu schätzen weiß. Aber es dürfte eigentlich nicht abhängig sein davon, wie der Kollege Strohmann sagte, dass hier ein Abgeordneter wohnt oder sich da eine BI bildet. Eigentlich, für mich wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass wir, was eben gesagt worden ist, es sagte ja jemand, es gibt viele Stellen, wo solche Konflikte möglicherweise programmiert sind. Ich finde, es ist Aufgabe von Landesregierung, das zu prüfen und gegebenenfalls frühzeitig dafür zu sorgen, dass die Konflikte sich nicht erst zuspitzen. Ganz davon abgesehen, in diesem konkreten Fall finde ich es einfach richtig und notwendig, so eine Veränderungssperre zu beschließen. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, ich habe beruflich mit solchen Dingen, die da möglicherweise abgelagert werden, schon zu tun gehabt. Und ich weiß aus der Erfahrung zumindest, ohne das präjudizieren zu meinen, aber aus der Erfahrung gibt es zwei Dinge. Das Wort Zwischenlager ist, da das Zwischen ist dann so lang wie ein Gummiband. Und aus manchem Zwischenlager ist dann auch schon ein Endlager, oder zumindest ein Lager geworden, wo man hinterher nicht mehr so genau wusste, wie lange ist eigentlich Zwischen. Und das Zweite ist, Abfallprodukte, insbesondere Lacke und ähnliche Sachen, haben auch die Eigenheit, dass man die Gebinde, in denen sie transportiert werden, sind nicht immer die besten. Und der Inhalt dieser Gebinde ist auch immer nicht ganz eindeutig zu qualifizieren. Das muss auch in dem konkreten Fall gar nicht der Fall sein, aber die Gefahr, dass sowas besteht, ist ausgesprochen hoch. Und ich finde es einfach selbstverständlich, dass sowas in der Wohnungsnähe einfach nicht hingehört und dass man da Plätze finden muss, die besonders abgesichert sind, die auch zugänglich sind für Feuerwehr, die von Katastrophen, bei einem Katastrophenfall oder im Unfall schnell besucht werden können von THW und ähnliches, dass man sowas sicherstellt und dass man dann, dass man auf diese Weise Plätze schafft, an denen solche Dinge dann sachgerecht erstmal zwischengelagert und letztendlich auch ja, möglicherweise vernichtet werden. Also in diesem konkreten Fall, es ist eine richtige Maßnahme, das zu tun. Ich finde es richtig, das auch auf das Risiko von Schadenersatz oder was Ähnliches hinzutun. Ich finde es richtig, dass das zum Grundprinzip wird, dass man das prüft, dass man da nicht auf Einzelfälle guckt. Und schlussendlich finde ich, weil das der Kollege Strohmann auch gesagt hat, es geht um Rechtssicherheit, aber für mich gilt eins, für Umweltverschmutzung darf es keine Rechtssicherheit geben. Vielen Dank. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das stimmt, manchmal ist der Wunsch der Vater des Gedankens und manchmal fließt er in eine Begründung für einen Antrag rein. Und manchmal stellt man fest, eigentlich ist es ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt gelernt, dieser alte Campingplatz ist eher ein Ressort für ältere Kolleginnen und Kollegen aus der SPD, die dort irgendwie leben. Deswegen ist da möglicherweise ein Zaun drum. Ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall bin ich in der Frage auch selbstverständlich lernfähig. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mir eine nicht kommerzialisierte Uniwildnis und möglicherweise auch eine, wenn es sein muss, Renaturierung dieses Campingplatzes wunderbar vorstellen kann. Das erhöht die Bedeutung der Frischluftschneise, das erhöht den Naherholungswert und das ist besser als eine Kommerzialisierung, wie immer das auch geschehen soll. Und das, was bisher möglich gewesen ist, nämlich da ein City-Ressort oder andersrum ein Hotel hinzubauen, ich finde, das verträgt sich nicht mit den Ansprüchen, die in diesem Antrag auf Naturschutz für dieses Gebiet, Landschaftsschutz für dieses Gebiet, in diesem Anspruch, der hier vorgebracht wird. Und letztendlich haben wir nichts weiter beantragt, als zu sagen, macht es doch so, dass wir einen Schritt weitergehen. Da gibt es eine Ecke und der alte Campingplatz, ich habe mir das mal angeguckt, ich gestehe das so richtig, vorher war ich da nicht richtig in der, aber ich habe es mir angeguckt. Das ist nicht nur irgendwie so eine kleine Ecke. Also wenn diese Fläche hat schon eine, die ist relativ zentral und wenn sie bebaut wird und wenn da ein Tourismusgeschäft oder irgendwas hinkommt, was ja offensichtlich möglich ist, dann wird meines Erachtens die Funktion als Frischluftschneise beeinträchtigt. Die Fledermäuse und die Eisvögel haben möglicherweise auch ein bisschen mehr Ärger, da durch die Gegend zu sausen.
Also es gibt einen Haufen Begründungen zu sagen, wenn wir schon jetzt eine unmittelbare Nutzung haben, dann lasst uns doch nicht den Rest der Universität unter Landschaftsschutz stellen, sondern machen wir den Campingplatz gleich mit. Das haben wir beantragt. Und wenn die Begründung auch möglicherweise unzulässig ist, aber mit der Tatsache, dass Sie da ein Stück aussparen und Dinge möglich werden, die möglicherweise dem Anspruch, den Sie mit Ihrem Antrag verbinden, untergraben. Das haben Sie nicht eingelöst. Deswegen haben wir gesagt, komm, macht's wichtig, macht den Campingplatz mit. Und deswegen werbe ich nochmal dafür, darüber nachzudenken, ob es nicht möglich ist, das so zu machen. Und wenn der alte Campingplatz nicht begehbar ist zurzeit, müsste man unbedingt darüber nachdenken, ihn möglicherweise begehbar zu machen. Vielen Dank.